endlich Montag und das heute tatsächlich zum letzten Mal. Was sind die Gründe dafür? Wenn ihr High Five schon eine Weile verfolgt oder vielleicht sogar zu den ganz treuen Abonnenten gehört, die uns hier von Anfang an begleiten, dann wisst ihr, dass wir thematisch immer sehr, sehr breit aufgestellt waren. Also wir hatten es uns zum Ziel gesetzt, über alles zu berichten, was irgendwie mit der Popkultur zusammenhängt, sprich Filme, Serien, Anime, Manga, Comics, Videospiele, Merchandise und so weiter. Aber irgendwann haben wir dann gemerkt, dass einige dieser Themen in einem Magazinformat wie endlich Montag leider komplett versickern und untergehen. Zum Beispiel das ganze Anime-Manga-Thema, also Japanic, oder auch die Rubrik von dem Blitz geblitzt. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, diese Themen auszulagern und eigene Kanäle draus zu machen. So, aber ohne all diese Themen, ohne diese Rubriken, ergibt ein Magazinformat wie endlich Montag natürlich wenig Sinn. Und außerdem haben wir uns euer zahlreiches Feedback zu Herzen genommen, das da lautet, macht doch wieder mehr zum Thema Gaming. Deswegen haben wir uns dazu entschlossen, High Five ein bisschen mehr Richtung Monothematik zu schubsen, sprich wieder mehr über das Thema Gaming zu sprechen. Und passend dazu wird dann auch nächste Woche ein neues Format hier auf High Five starten und endlich Montag wird zu Grabe getragen, zumindest vorübergehend. Mal schauen, wie es damit weitergeht. Einen Trailer zum neuen Format gibt es noch heute hier bei uns auf High Five. Und Trailer gibt es natürlich auch in alter Endlich-Montag-Manier auch heute nochmal, und zwar mit Florian Haider. Und außerdem schauen wir danach ein bisschen zurück auf all das, was in den letzten Ausgaben von Endlich-Montag so passiert ist. 1,5 Jahre gab es ja dieses Format in etwa, da war einiges los. Wir blicken zurück und passend zu unserer Umstellung aufs Thema Gaming gibt es heute auch noch am Ende der Sendung zur Wochenvorschau eine schöne Verlosung. Also dranbleiben lohnt sich, vor allem jetzt, da es zum letzten Mal die Trailer der Woche gibt. Viel Spaß. Okay, diesmal wird's ein bisschen trashig. Das ist Mike. Mike arbeitet in einer großen Firma und okay, Mike ist tot. They found Mike dead this morning. Das ist Jane. Jane arbeitet in derselben Firma wie Mike und findet heraus, dass ihr Arbeitgeber ordentlich Geldwäsche betreibt und dass sich der geplättete Mike eventuell überhaupt nicht freiwillig geplättet hat. Und so nimmt das Unheil im Action-Thriller Freefall seinen Lauf. Als ihr Chef, gespielt von Malcolm Clockwork Orange McDowell, Wind davon bekommt, hetzt er der guten Jane einen Profikiller auf den Hals. Typisch Chef eben. Nach einigen Fluchtversuchen landet Jane in der Falle, und mit Falle meine ich Aufzug, denn der Killer kann das Ding nicht nur anhalten, sondern ja auch mit der Gegensprechanlage ordentlich auf die nicht vorhandenen Klöten gehen. You stuck in that elevator and me stuck in this building. Da kann die werte Dame ja von Glück reden, dass sie im Selbstverteidigungskurs gut aufgepasst hat. Und so kann das blutige Katz-und-Maus-Spielchen beginnen. Okay, eine Kinokarte muss man sich für Freefall nicht unbedingt holen. Da ist es doch super, dass es den Streifen direkt auf DVD und Blu-ray gibt. In Amerika sogar schon ab dem 28. Oktober. Ein Deutschlandtermin ist bislang noch nicht bekannt. Grandma, do you remember anything about the murders? Your great-grandpa and your great-grandma lived in this house when it happened. The Town That Dreaded Sundown basiert auf dem gleichnamigen B-Movie von 1976, der wiederum auf den realen Morden des sogenannten Phantom Killers basiert, der Mitte der 40er Jahre in einem kleinen texanischen Städtchen sein Unwesen trieb und bis heute nicht gefasst wurde. 66 Jahre nach den Untaten des Maskenmanns geht das Blutbad wieder von vorne los. Für seinen ersten Neuzeitmord hat sich der Phantom Killer ein Pärchen ausgesucht, allerdings meuchelt er nur den männlichen Part, seine bessere Hälfte namens Jamie lässt er am Leben, denn sie soll die unfrohe Botschaft über seine Rückkehr verkünden. An der ganzen Sache ist natürlich irgendwas faul, schließlich müsste der Maskenheini längst am Stock gehen. Doch nicht nur das, scheinbar haben ziemlich viele der Einwohner selbst ordentlich Dreck am Stecken. Und auch Jamie trägt ein paar dunkle Geheimnisse mit sich herum. Wenn die Wer-ist-der-Mörder-Karte gut ausgespielt wird, könnte The Town That Dreaded Sundown durchaus ein netter Horror-Slasher werden und außerdem eine coole Verbeugung ans Original. Der Posaunenmord aus der 70er-Fassung ist übrigens auch wieder mit von der Partie. Was der Film sonst noch zu bieten hat, erfahren zumindest die Amis zum Kinostart am 16. Oktober. Wann der Streifen bei uns startet, ist noch nicht bekannt. Can you hear me? Are you there? Thanks. I'm from the snow. Nazis. Dead Snow, Red vs. Dead ist der Nachfolger der Nazi-Zombie-Horror-Komödie Dead Snow aus dem Jahr 2009. Red vs. Dead setzt kurz nach dem Ende von Teil 1 ein. Wer sich also nicht spoilern lassen will, sollte jetzt weghören. Martin, Hauptdarsteller des Vorgängers, erwacht im Krankenhaus und stellt fest, dass sein Arm, den er im ersten Teil einer Kettensäge opfern musste, wieder angenäht wurde. Moment, das ist ja überhaupt nicht sein Arm, sondern der von Oberst Herzog, dem Nazi-Zombie-Oberbösewicht aus dem ersten Teil. Und irgendwie hat Martin auch nicht so viel Kontrolle über das Ding. Zu allem Überfluss kehrt Herzog und seine Nazi-Zombie-Armee zurück. Our own.
Und zwar so lieb, dass er damit gleich eine Gruppe russischer Kriegsgefangenen-Zombies erwecken kann. Wer jetzt denkt, so ein Bullshit, ja, der hat natürlich recht. No, that's disgusting. Und genau das will Dead Snow, Red vs. Dead ja auch sein und dabei den Zuschauer ordentlich unterhalten. Wer also den Vorgänger schon mochte, der darf sich auf den 28. November freuen. Dann erscheint die Trash-Granate nämlich in Deutschland auf DVD und Blu-ray. Ziemlich abgespaced präsentiert sich das Indie-Action-Drama Sick. Eingebettet in ein bizarres Zukunftsszenario erzählt der Film die Geschichte zweier ehemaliger Jugendfreunde, deren Lebenswege sich Jahre später aufgrund tragischer Umstände kreuzen. Federico ist ein ehemaliger Banker, dessen Familie durch die Spielsucht seiner Großmutter ums Leben gekommen ist. Als sein bester Freund, der Mutant Elefanto, bei einem Busunglück aus dem Leben scheidet, gerät Federicos Leben auf die schiefe Bahn. Sehr zur Freude des Vollzeit-Gauners Vanilla Jim. Der ist nämlich der Jugendfreund von Federico, hat von dessen Unglückssträhne erfahren und geht fortan mit ihm auf Raubzug. Dahinter steckt allerdings ein nobles Ziel. Vanilla Jim will nämlich genug Geld klauen, um seinem Bruder eine Geschlechts-OP zahlen zu können. Doch natürlich kommt alles anders. Federico wird mit dem Kunstdieb Antonio Pantalone verwechselt und so hat das ungleiche Pärchen einen wütenden Mars-Mafioso und seine Weltraumarmee am Hals. Zu allem Überfluss wurde Elefanto wieder ins Reich der Lebenden zurückgeholt und zum Cyborg gemacht, der nur ein Ziel kennt, Federico und Vanilla Jim zu töten. Okay, das ist trashig, aber der Trailer überrascht jetzt schon mit knüppelharter Action, viel Emotion und einigen erotischen Momenten. Wer sich auch nur im Ansatz für Indie-Filme interessiert, sollte sich das Erstlingswerk des bisher noch völlig unbekannten ukrainischen Wunderkinds Ibrahim Serkonfiletlos nicht entgehen lassen. Ob Sick in ausgewählten Kinos laufen wird, ist bislang noch nicht bekannt. In Amerika soll der Film allerdings im dritten Quartal 2015 auf DVD erscheinen. Ja, und dann gibt's da noch VHS Viral, den dritten Teil der trashigen Found-Footage-Anthologie. Und weil wir euch zum Wochenende nicht zu sehr schocken wollen, gibt's zum Splatter ein paar Kätzchen mit schlechten Katzengeräuschen von Nico und mir. Montag! Endlich Montag, endlich vollzählig, nachdem nun auch der größte Azubi aller Zeiten zu uns gestoßen ist, der Adrian. Der war nämlich in den vergangenen Wochen in der Berufsschule. Jetzt ist er da und jetzt wird hier fleißig auf- und umgeräumt. Alter, das wird nix. Alter, das wird nix. Echt nicht. Stopp. Und ab sofort ist Krieg bei High Five. Ich hab's immer gesagt, irgendwann wird es sich auszahlen, dass wir unseren ganzen Dosenpfand nicht zurückbringen. Ich meine, Pfand ist zwar super, ist ja Kohle, ne? Aber viel besser ist doch eine riesige Leergutpyramide. Jawoll! Und bevor der Nico und ich da jetzt reinschroten, wollen wir erstmal die ganzen unterschiedlichen Nerf-Knarren hier ausprobieren. Am bekanntesten sind wohl die Dartblaster von Nerf. Wir werden jetzt hier aber eine von Mattel verwenden, und zwar die Rapid Madness. Also wir haben hier zum Beispiel natürlich den Klassiker, so die Handknarre. Und die werde ich jetzt mal an unserem freien Cutter, dem Steffen, der da an unserem hochgeheimen Samstagsformat rumschraubt, ausprobieren. Das geht schon mal ganz gut, finde ich. Jawohl. Maxi, Bifi. Und die Pfitz nehme ich richtig. Das ist eine Art, im Wilden Westen zu sterben. Aber wie wir wissen, gibt es a million ways to die in the West. Wir sind hier beim Munich Zombie Run. Run! Run! Oh Gott, Michi! Michi, nein! Are you ready? Yeah, okay.
heute das erste Mal auf der RPC in Köln. Und wenn ihr auch noch nie da wart, dann schaut euch das mal an, denn so sieht es da ungefähr aus. Machen wir das so, jeder wirft drei Äxte. Aha. Und wer davon das meiste trifft, hat gewonnen. Okay, das trifft sich gut. So, fantastisch. Party. Heute spielt Nino mal nicht mit seinen Anime-Figürchen, sondern tanzt hier rum. Wir sind hier in der Balamba und feiern! Hier bei Eidos Montreal in Kanada. Die haben Deus Ex Human Revolution entwickelt und sind gerade daran, Thief, das Reboot-Spiel, zur Serie zu entwickeln. Die E3 2013 steht ja im Zeichen des großen Konsolenkampfs. Ja, wer wird das Rennen machen, Xbox One oder PS4? Und wir haben jetzt monatelang haben wir überlegt, wie können wir das eigentlich messen, wer liegt denn in der Gunst weiter vorne? Und dafür hole ich mir jetzt erstmal einen Partner rein, nämlich den Tobi Feldin. High five! Am 22. November erscheint die Xbox One, am 29. November erscheint die PlayStation 4 und eine Woche vor Release machen Sony und Microsoft zwei kleine Events, auf der sie ihre Next-Gen-Konsolen vorstellen. Und hier draußen riecht es schon verdammt verdächtig nach Speck und deswegen gehen wir jetzt auch ganz schnell rein. Stockholm ist eine wunderschöne Stadt, deshalb komme ich immer wieder gerne hierher, besonders wenn es zu DICE geht. Und da bin ich heute zusammen mit ein paar auserwählten Pressemenschen. Ich habe sogar so ein nettes Badge bekommen, wo mein Name draufsteht, damit ich den auch lesen kann. Und hier kann ich heute Battlefield 4 anspielen. Und zwar, wie ihr auch sicher wisst, die Amerikaner lieben Schlangen, die Amerikaner lieben es anzustehen. Und was wir jetzt machen, wir messen jetzt hier ganz einfach anhand der High Fives, wenn wir uns dieser Schlange begegnen, welche Konsole das Rennen machen wird. Gerade ist Xbox One, ungerade ist PlayStation. Und ich würde sagen, das checken wir jetzt einfach mal aus. Die Nummer habe ich mir selber eingebrockt. Ihr solltet mal den Nico jetzt hinter der Kamera stehen sehen. Der grinst sich jetzt schon eins ab, weil das ist wirklich, also ich tue mir nicht leicht damit, mir meinen Bart jetzt abzurasieren. Ist auch schon eine ganze Weile her, aber da muss ich jetzt durch. Fabian, ich hätte jetzt gerne angefangen mit Japanic, aber Fabian macht Blödsinn. So ist doch ganz gut, oder? Herzlich willkommen zu Japanic. Ey, warte mal ganz kurz, was geht denn jetzt ab? Das ist doch meine Rubrik. Nee, jetzt nicht mehr. Moment. Oh Gott. Pause drücken. So, Japanic, what the? Normalerweise spiele ich ja nicht oft auf meinem iPhone, Pad oder Pod. In diesem Fall musste ich aber eine Ausnahme machen. Ja, ja. Sieht aus wie White Earth jetzt. Moin Moin und herzlich willkommen zurück auf meinem stillen Örtchen. Zunächst einmal möchte ich mich nochmal ganz, 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 ganz herzlich bedanken für eure überaus freundlichen Kommentare. Guten Tag, liebe Freunde der digitalen Medien und der Hefte. Hallo, liebe Freunde der Comic-Heftchen. Genau so sieht das aus. Und nochmal ganz, ganz herzlichen Dank an Roger, Shu und Kaios, dass sie sich die Zeit genommen haben. Ein Traum war's. In diesem Sinne, der Blitz hat euch lieb. Weitermachen. Ja, servus, grüß dich und herzlich willkommen. Ich bin es, euer Nino Kerl.
Viele Folgen unseres Montagsmagazins Endlich Montag liegen hinter uns und wir hatten immer verdammt viel Spaß mit dieser Show und ihr offensichtlich auch, zumindest wenn wir uns an dem orientieren, was in den Kommentaren stand. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal für euer Feedback und Feedback sollt ihr natürlich auch künftig weiterhin geben unter unseren anderen Videos. Aber jetzt gibt's erstmal als kleines Dankeschön für euer reges Interesse, für euer Engagement, wie eingangs bereits skizziert, etwas zu gewinnen. Und zwar gibt es 3 schmucke Minecraft-Pakete bestehend aus T-Shirt, Minecraft-Taschenlampe und Minecraft-Leuchtwürfel. Dazu natürlich auch noch das passende Spiel für die PlayStation 4. Einen ganzen Karton voller Minecraft-Merchandise haben wir hier stehen. Wenn ihr davon was abgreifen wollt, dann schaut mal vorbei auf unserer Facebook-Seite facebook.com/highfivetv. Da erklären wir euch ganz genau, wie ihr die Sachen gewinnen könnt. Passend zum Thema Gaming, passend zur Verlosung und zu unserer anstehenden Umstellung aufs Thema Monothematik in Bezug auf Games geht's morgen weiter mit den Game News. Und der Maxi, die ist nämlich gut erholt und mit vielen News im Gepäck zurück aus dem Urlaub. Und am Mittwoch geht's dann weiter auf Ninotaku mit Anime und Manga. Und auch da geht's um das Thema Spiele, denn die Tokyo Game Show liegt ja hinter uns. Und unter anderem der Spiele-Riese Square Enix hat einige Katzen aus dem Final Fantasy Sack gelassen, wenn ich das so sagen darf. Am Donnerstag dann die letzte Folge von Let's Watch mit unserem Kollegen Michael Obermeier. Und um hier direkt mal Entwarnung zu geben, nein, der Michi wird uns natürlich nicht verlassen. Der macht zwar dann nicht mehr Let's Watch, wird aber andere Formate hier bei High Five begleiten und wird auch bei unserem brandaktuellen Format mit dabei sein. Am Freitag dann zum letzten Mal auf diesem Sendeplatz. Come on, denn mit unserer Kommentarshow, in der wir auf eure Kommentare und Fragen eingehen, werden wir künftig in die High Five-Woche starten. Dazu dann aber nächste Woche mehr. Jetzt konzentrieren wir uns erstmal auf diese Woche und ich möchte mich an dieser Stelle nochmal für das viele, viele Feedback unter unseren Endlich Montag-Videos bedanken. Jetzt eine gute Woche, einen guten Start mit uns auf High Five und wie gesagt, wenn ihr was gewinnen wollt, facebook.com/highfivetv. Schon so ein bisschen traurig irgendwie. Gehört ja irgendwie mit dazu. So, Ninotaku drehen wir nachher auch noch. Und da kommt der Flo mit Post. Das hat gerade gepasst. Was ist das? Ey, weißt du was? Laufen wir noch, Nico? Ja. Wir verlosen es jetzt einfach. Oder wartest du auf irgendwas? Nö. Mag sie wahrscheinlich auch nicht. Okay, also wir machen so, weil letzte Folge... Wir laufen noch, oder? Letzte Folge von Endlich Montag, spontane Aktion. Wir verlosen, was in dieser Kiste ist. Schere, man gebe mir eine Schere. Wir kriegen bestimmt geschimpft. Das kann eigentlich gut gehen. Mach das Ding auf. Ja, ich bin da dabei. Aber es sind jetzt keine Figürchen, weil jetzt muss ich auch Wort halten. Das muss ich auch weggeben. Ja. Oh! Schau mal, das war richtig fettes. Ein Arcade-Stick für die Xbox One. Ich glaube, der ist gar nicht so günstig. Und der ist auch ziemlich geil. Ich nehme dir den jetzt ab. Ich glaube, da hinten kommt die Maxi. Razer Atrox Arcade-Stick for Xbox One. Verschenken wir, oder? Weil die Leute, die jetzt noch zugucken, das sind die ganz treuen Endlich Montag-Zuschauer. Die haben es immer bis ganz zum Schluss durchgezogen. Nix Endcard raus und so. Deswegen haben wir jetzt noch die Chance, dieses schmucke Ding hier zu gewinnen. Wie machen wir das? Auch wieder Facebook am besten. Bild auf Facebook. Schaut Facebook vorbei, da erklären wir, wie ihr gewinnen könnt. facebook.com/highfivetv. Beeil dich, ich glaube, die Maxi kommt. Ja, weg. Weg, weg. Und nichts damit zu sagen. Nichts damit zu sagen. Eigene Kanäle draus zu machen. So, aber ohne all diese Themen und ohne diese Rubriken ergibt ein Magazinformat wie Endlich Montag natürlich wenig Sinn. Und außerdem haben wir uns euer zahlreiches Feedback zu Herzen genommen, das da lautet, macht doch wieder mehr zum Thema Gaming. Deswegen haben wir uns dazu entschlossen, High Five ein bisschen mehr Richtung Monothematik zu schubsen, sprich wieder mehr über das Thema Gaming zu sprechen. Und passend dazu wird dann auch nächste Woche ein neues Format hier auf High Five starten und Endlich Montag wird zu Grabe getragen, zumindest vorübergehend. Mal schauen, wie es damit
damit weitergeht. Einen Trailer zum neuen Format gibt es noch heute hier bei uns auf Five Five. Und Trailer gibt es natürlich auch in alter Endlich-Montag-Manier auch heute nochmal. Und zwar mit Florian Haider. Und außerdem schauen wir danach ein bisschen zurück auf all das, was in den letzten Ausgaben von Endlich-Montag so passiert ist. 1,5 Jahre gab es ja dieses Format in etwa. Da war einiges los. Wir blicken zurück. Und passend zu unserer Umstellung aufs Thema Gaming gibt es heute auch noch am Ende der Sendung zur Wochenvorschau eine schöne Verlosung. Also dranbleiben lohnt sich. Vor allem jetzt, da es zum letzten Mal die Trailer der Woche gibt. Viel Spaß. Okay, diesmal wird's ein bisschen trashig. Das ist Mike. Mike arbeitet in einer großen Firma und okay, Mike ist tot. They found Mike dead this morning. Das ist Jane. Jane arbeitet in derselben Firma wie Mike und findet heraus, dass ihr Arbeitgeber ordentlich Geldwäsche betreibt und dass sich der geplättete Mike eventuell überhaupt nicht freiwillig geplättet hat. Und so nimmt das Unheil im Action-Thriller Freefall seinen Lauf, als ihr Chef, gespielt von... Endlich Montag und das heute tatsächlich zum letzten Mal. Was sind die Gründe dafür? Wenn ihr High Five schon eine Weile verfolgt oder vielleicht sogar zu den ganz treuen Abonnenten gehört, die uns hier von Anfang an begleiten, dann wisst ihr, dass wir thematisch immer sehr, sehr breit aufgestellt waren. Also wir hatten es uns zum Ziel gesetzt, über alles zu berichten, was irgendwie mit der Popkultur zusammenhängt, sprich Filme, Serien, Anime, Manga, Comics, Videospiele, Merchandise und so weiter. Aber irgendwann haben wir dann gemerkt, dass einige dieser Themen in einem Magazinformat wie Endlich Montag leider komplett versickern und untergehen. Zum Beispiel das ganze Anime-Manga-Thema, also Japanic, oder auch die Rubrik von dem Blitz, geblitzt. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, diese Themen auszulagern. Und Malcolm Clockwork Orange McDowell Wind davon bekommt, hetzt er der guten Jane einen Profikiller auf den Hals. Typisch Chef eben. Nach einigen Fluchtversuchen landet Jane in der Falle. Und mit Falle meine ich Aufzug, denn der Killer kann das Ding nicht nur anhalten, sondern ja auch mit der Gegensprechanlage ordentlich auf die nicht vorhandenen Klöten gehen. You stuck in that elevator? And me stuck in this building. Da kann die werte Dame ja von Glück reden, dass sie im Selbstverteidigungskurs gut aufgepasst hat. Und so kann das blutige Katz-und-Maus-Spielchen beginnen. Okay, eine Kinokarte muss man sich für Freefall nicht unbedingt holen. Da ist es doch super, dass es den Streifen direkt auf DVD und Blu-ray gibt. In Amerika sogar schon ab dem 28. Oktober. Ein Deutschlandtermin ist bislang noch nicht bekannt. Grandma, do you remember anything about the murders? Your great-grandpa and your great-grandma lived in this house when it happened. The Town That Dreaded Sundown basiert auf dem gleichnamigen B-Movie von 1976, der wiederum auf den realen Morden des sogenannten Phantom Killers basiert, der Mitte der 40er Jahre in einem kleinen texanischen Städtchen sein Unwesen trieb und bis heute nicht gefasst wurde. 66 Jahre nach den Untaten des Maskenmanns geht das Blutbad wieder von vorne los. Für seinen ersten Neuzeitmord hat sich der Phantom Killer ein Pärchen ausgesucht. Allerdings meuchelt er nur den männlichen Part, seine bessere Hälfte namens Jamie lässt er am Leben, denn sie soll die unfrohe Botschaft über seine Rückkehr verkünden. An der ganzen Sache ist natürlich irgendwas faul, schließlich müsste der Maskenheini längst am Stock gehen. Doch nicht nur das, scheinbar haben ziemlich viele der Einwohner